Heute ist Pfingsten und wir feiern hier einen Pfingstgottesdienst. Doch leider sind nur wenig Menschen in unserem Land sich bewusst, was das für ein Feiertag ist. Wenn man Pfingsten hört, dann denken viele Menschen in unserem Land so an Pfingstferien oder vielleicht noch an die Pfingstrose. Aber was ist das für ein Feiertag, Pfingsten? Dabei hat Pfingsten diese Welt auf den Kopf gestellt. Das Pfingsten, das diese Welt verändert hat, geschah 10 Tage, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Er hat seinen Heiligen Geist auf diese Welt ausgegossen. Der Heilige Geist, Gott, kam zurück in diese Welt. Das ist Pfingsten. Also ist Pfingsten definitiv wichtiger als der 31. Oktober 1517, als Martin Luther die 99 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg nagelte. Pfingsten hat diese Welt mehr verändert als der 11. September 2001. Und deshalb sind sich zu viele Menschen gar nicht bewusst, was da eigentlich an Pfingsten geschehen ist. An Pfingsten kam Gott in diese Welt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die meist unterschätzte Person Gottes. Der Heilige Geist ist die am wenigsten beachtete Person Gottes. Der Heilige Geist ist die am stärksten vernachlässigte Person Gottes. Und der Heilige Geist ist die am meisten missverstandene Person Gottes. Und deshalb wollen wir heute Morgen einmal kurz über den Heiligen Geist nachdenken. Habt ihr eure Handys dabei? Zückt eure Handys und schaltet eure Kameras ein. Ihr seht jetzt hier einen QR-Code. Wenn ihr mit der Kamera den QR-Code 1 kennt, dann kommt ihr auf eine Internetseite. Ihr müsst natürlich eine Internetverbindung haben. Und ihr kommt auf eine Internetseite, mit der ihr dann Begriffe, Eigenschaften des Heiligen Geistes eintragen könnt. Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Es können Substantive sein, es können Adjektive sein oder Verben. Tragt diese Eigenschaften ein, es können mehrere sein. Immer wenn ihr auf Senden klickt. Wir sehen jetzt, haben wir es eingescannt? Wir sehen jetzt, wie hier die Wolke wächst. Und je mehr Leute den gleichen Begriff eintragen, umso größer wird diese Wolke. Und je mehr Begriffe wir hier eintragen, dürft ihr alle noch machen, ja, umso mehr werden wir hier die Wolke wachsen sehen. Ich trage hier auch meine Begriffe ein. Ja, die Wolke wächst. Ihr seht, je mehr Leute den gleichen Begriff eintragen, umso stärker und größer wird der Begriff hier angezeigt. Wow, toll. Ihr macht gut mit, danke euch. Übrigens kann man das auch im Internet mitmachen. Wenn ihr im Internet dabei seid und ihr den QR-Code 1 kennt, dann könnt ihr immer noch eure Begriffe da eintragen. Bitte. Es ist schon unglaublich, nicht wahr? Wie viele Eigenschaften uns so spontan über den Heiligen Geist einfallen, weil wir wissen, der Heilige Geist ist Gott und Gott hat Eigenschaften, die wir in der Bibel finden oder die wir bereits persönlich erlebt haben. Seht euch diese Wolke mal an. Also ich sehe, Tröster ist der Begriff, der wohl am stärksten hier erwähnt worden oder am häufigsten erwähnt worden. Gott ist ein Tröster, der Heilige Geist tröstet uns. Das hat tatsächlich Jesus gesagt. Ich werde euch einen Tröster senden, also einen, der uns begleitet. Er ist Gott, er ist unser Beistand, er ist Helfer. Das sind die großen Begriffe. Er ist heilig, Liebe und viele andere Begriffe auch. Wir wollen heute Morgen miteinander über 3 Eigenschaften des Heiligen Geistes nachdenken. 3 Eigenschaften, die in einem Kapitel der Bibel vorkommen, zwar in Römer Kapitel 8. Im Römerbrief wird uns beschrieben, wie Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus rechtfertigt, wie wir durch Glauben ein neues Leben in Jesus Christus bekommen können und dieses alte Leben ist vorbei und wir beginnen ein neues Leben. Kapitel 8 wird unsere Beziehung zwischen dem Heiligen Geist und einem Gläubigen beschrieben. Kein anderes Kapitel ist so beschäftigt mit diesem Gedanken, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist bei uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Paulus möchte mit Nachdruck den Gläubigen sagen, schaut, ihr seid jetzt mit dem Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wohnt in euch. Und deshalb habe ich das Thema meiner Predigt genannt, der Heilige Geist, Gott wohnt in uns.
drei besondere Eigenschaften des Heiligen Geistes, die wir in Römer Kapitel 8 finden. Schlag mit mir den Römerbrief Kapitel 8 auf. Gott gibt uns seinen Geist, den Heiligen Geist. Und die erste Eigenschaft, die wir in Vers 11 finden, oder die wir zumindest heute uns hier ansehen möchten, ist: der Heilige Geist ist die Powerbank Gottes. Der Heilige Geist ist die Powerbank Gottes. In Vers 11 lesen wir, dass sein Geist uns lebendig macht. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, heißt es in Römer 8, 11, in euch wohnt, Gott in uns, Gott wohnt in uns. Wenn dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist, die Powerbank Gottes. Was ist eine Powerbank? Das muss man erklären, zumindest für einige, die nicht so mit dem Handy und mit digitalen Medien unterwegs sind. Die Powerbank ist eine Art zusätzliche Energiequelle oder die Energiequelle. So ein Handy, das teuerste Handy, taugt nichts, wenn es keinen Strom hat, richtig? Wenn es keinen Strom hat, kannst du mit so einem Handy nichts mehr anfangen. Nichts. Es ist tot quasi. Ich habe mir sagen lassen, junge Leute haben die größte Angst, dass ihr Akku leer geht. Ja, also sowas wie, wenn sie keinen Akku haben und kein Internet, dann ist ihr Leben vorbei, weil dann macht alles keinen Sinn mehr. Das heißt, so ein Handy muss mit Strom oder mit Energie geladen werden. Und so eine Powerbank hilft, dass das Handy im Prinzip genügend Energieressourcen hat. Und in dieser Weise spricht Paulus hier von uns Menschen. Er sagt, eigentlich sind wir tot. Eigentlich werden wir alle sterben. Aber, wenn in euch der Geist wohnt, der Christus von den Toten auferweckt, Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, wurde im Grab außerhalb von Jerusalem begraben und dort berührte ihn Gottes Geist. Und dieser Jesus, der für uns gestorben ist, wurde von den Toten auferweckt. Das haben wir an Ostern gerade gefeiert. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist wohnt heute in dir. Er wohnt in dir. Gott wohnt in uns. Und diese Quelle der Kraft, diese Powerbank Gottes wohnt in uns. Was für ein Vorrecht, zu wissen, dass wir, wenn wir gläubig sind, wenn Gott in uns wohnt, dieses Wenn ist hier ein Konditionalsatz, der aber durch die Verse davor begründet worden ist. Das heißt, das ist bereits geschehen. Und deshalb ist das nicht nur ein Wenn im Sinne von, es könnte ja so sein, sondern inzwischen ist es so. Paulus sagt, es ist so, dass Gott in euch wohnt. So, was ist die Folge? So wird auch euer sterblicher Körper lebendig gemacht werden. Als Jesus diese Welt verließ, sagte er seinen Jüngern, so lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Welt. Es gab nie zuvor und nie danach Menschen, die besser für den Zeugendienst, das heißt für die Verkündigung des Evangeliums, ausgerüstet worden waren als die Jünger Jesu. Sie hatten Jesus Reden gehört. Sie haben sich seine Reden gemerkt. Zum Teil konnten die Jünger die Predigten von Jesus auswendig. Sie haben Jesus erlebt, wie er reagierte, wenn er müde war. Wie er reagierte, wenn er provoziert wurde. Sie haben mit Jesus Wunder erlebt. Jesus gab ihnen Vollmacht, selber Wunder zu tun. Es gab niemand, der besser ausgebildet worden wäre für den Zeugendienst, für die Verkündigung des Evangeliums, als diese Jünger. Aber Jesus sagt, ihr geht nicht los. Ihr wartet auf die Kraft Gottes. Das griechische Wort für Dynamis heißt Kraft. Es heißt Macht. Nein, es ist nicht nur Macht, es ist Vollmacht. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Macht und Vollmacht. Macht und Vollmacht ist nicht das Gleiche. Diese Kraft ist göttliche Vollmacht. Schau mal, der Unterschied zwischen Macht und Vollmacht ist, ein Bankräuber hat Macht. Er geht in die Bank rein und holt sich das Geld mit Macht. Aber er hat keine Vollmacht dazu. Das ist der Unterschied.
Wenn du Geld von deiner Bank abholst, hast du eine Vollmacht dafür. Oder wenn du jemand bittest, für dich Geld abzuheben, dann bekommt diese Person Vollmacht. Vollmacht ist verliehene Autorität, Ermächtigung, Erlaubnis. Und weißt du, was der Heilige Geist in dir ist? Er ist Vollmacht Gottes. Gott verleiht dir Autorität. Gott verleiht dir Kraft. Gott verleiht dir seinen Geist, damit durch seine Kraftquelle du mächtig wirst. Warum ist das so wichtig? Wir sind nicht die Supermacht. Wir fühlen uns manchmal so oder auch nicht. Aber wir sind auf die Kraft Gottes angewiesen. Selbst Jesus, als er in dieser Welt war, tat all das, was er tat, durch den Heiligen Geist. Auch er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in Lukas Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan. Und dann in Vers 14 lesen wir im selben Kapitel Lukas 4. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, die Botschaft von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Jesus war gefüllt mit dem Heiligen Geist, als er in Vollmacht seinen Dienst auf Erden vollbrachte. Die Apostel, so wie wir es eben gesagt haben, wurden an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und diese Männer, die sich noch vor einigen Tagen und Wochen hinter Schloss und Riegel versteckt hatten, weil sie Angst hatten vor den Menschen und sich nicht rausgetraut haben, die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, wurden erfüllt mit der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und sie standen und predigten frei, offen. In der Bibel heißt es freimütig, sprich frei und mutig, sprachen sie das Wort Gottes, gaben sie das Wort Gottes weiter. Und die Menschen wurden vom Heiligen Geist berührt. Wisst ihr, wie die Jünger aussahen ohne Heiligen Geist? Guck mal, so ein Luftballon. Was macht so ein Luftballon? Gar nichts, oder? Egal, flieg. Der fliegt nicht, aber pass mal auf. Wenn da ein bisschen Luft drin ist, dann geht das Ding ab, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Und genau das geschah an Pfingsten mit den Jüngern. Voll Heiligen Geistes zogen sie los und verkündeten freimütig. Sie hatten keine Angst mehr. War die Bedrohung jetzt weniger? Nein, sie waren genauso angefochten, wurden angegriffen von den Menschen und von der Obrigkeit. Aber sie hatten den Mut, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes hatten. Ihr Lieben, Gottes Powerbank ist in dir. Gott wohnt in dir und er möchte, dass du mit seiner Kraft losgehst. Wir sind der Aufgabe nicht gewachsen. Wir können mit unserer Kraft nicht gegen die Sünde siegen. Wir können mit unserer Kraft keinen Menschen zu Jesus Christus führen und zum Glauben führen. Wir können mit unserer eigenen Kraft nicht Tote auferwecken. Aber Gott durch uns kann das tun. Gott durch uns. Wir sind der Aufgabe nicht gewachsen. Lass uns das mal zusammen laut sagen. Wir sind der Aufgabe nicht gewachsen. Nochmal. Wir sind der Aufgabe nicht gewachsen. Du und ich, wir sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Wir brauchen die Powerbank Gottes in uns. Sonst werden wir nichts für Gott tun können. Überleg mal, wo in dieser letzten Woche, wenn du jetzt zurückschaust, hast du erlebt, dass Gott dich gebraucht hat als Kraftquelle. Diese Woche war mal wieder voll wie so oft. Ich hatte keine Langeweile. Mittendrin bekam ich vom Sekretariat eine E-Mail. Heinrich, hättest du Zeit für eine Person und ein Gespräch mit der Person? Ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich gesagt, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich wollte absagen. Aber irgendwas in mir sagte, sag dem Sekretariat, sie sollen einfach meine Handynummer weitergeben. Ich sagte dem Sekretariat, gib der Person meine Handynummer weiter. Wenn die Person ein Problem hat oder ein Gespräch braucht, soll sie bei mir anrufen. Kurze Zeit später klingelte mein Handy. Die Person war dran und sagte, hast du Zeit für ein Gespräch? Ich sagte, worum geht's? Hanni, ich möchte mich gerne bekehren. Darf ich zu einem Gespräch kommen? Ein paar Stunden später knieten wir hier im Büro hin und die Person übergab ihr Leben Jesus. Das war nicht ich. Da hat Gott etwas getan, richtig?
Das ist Gottes Powerbank, wie Gott dich und mich gebrauchen will in dieser Welt. Und deshalb verlassen wir uns nicht auf unsere Kraft, auf unsere Intelligenz, auf unser Können. Nein, es geht um Gottes Kraft in uns, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist einmal zukünftig. Wir werden einmal leben bei Gott in Ewigkeit. Diese Auferstehung wird noch kommen. Aber es heißt jetzt schon, dass wir ein Leben mit Gott führen können, dass wir gegen die Sünde siegen können, dass wir von Gott unsere Gedanken und unsere Zunge und unsere Hände und Füße unter Kontrolle halten können, dass Gott uns in seinem Dienst gebraucht durch seine Kraft in uns. Paulus schreibt zu den Ephesern, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir können aus eigener Kraft nichts. Es ist Gottes Kraft, Gottes Powerbank in uns, die etwas bewegen kann. In diesem Sinne, meine Lieben, ist der Heilige Geist die Powerbank Gottes. Die erste Eigenschaft haben wir hier in Vers 11 uns angesehen. Du fragst, wie kann denn diese Powerbank in meinem Leben sichtbar werden? Gut, dass du fragst. Denn in Vers 14 sagt Paulus, wie diese Powerbank in unserem Leben sichtbar wird. Und das ist die zweite Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft finden wir in Vers 14, Römer 8, Vers 14. Der Heilige Geist ist Gottes größter Influencer. Wieder müssen wir einen Begriff erklären. Was ist ein Influencer? Der Begriff ist relativ neu. Ich habe nachgelesen, seit ungefähr 20 Jahren wird dieses Wort so neudeutsch benutzt. Influencer ist jemand, der andere beeinflussen will. Das heißt, man benutzt das Internet, die sozialen Medien, um Einfluss auf andere zu nehmen. Durch ihr Auftreten, durch Nachrichten, durch ihr Leben und durch den Lebensstil wollen Menschen andere beeinflussen. Laut Wikipedia gibt es verschiedene Influencer. Es gibt die Nano-Influencer, das heißt, sie haben bis zu 10.000 Followers. Leute, die ihnen folgen, die gucken und ja, sie begleiten und sie beobachten, was sie tun. Mikroinfluencer haben Follower bis zu 100.000, also bis zu 100.000 Follower. Makroinfluencer haben bis zu circa 1 Million. 1 Million Menschen, die begegnen sich nie in der Regel zumindest, aber ungefähr 1 Million folgen ihnen im Internet oder auf sozialen Medien. Und die Mega-Influencer, die haben über 1 Million. Ich habe mir überlegt, der Heilige Geist ist der Meta-Influencer, den haben sie hier vergessen. Weil das ist einer, der nicht nur Millionen, er beeinflusst Milliarden von Menschen. Der Heilige Geist beeinflusst diese ganze Welt. Er beeinflusst nicht nur Christen, er beeinflusst auch nicht Christen. Du wärst nämlich nicht Christ geworden, wenn der Heilige Geist nicht Einfluss auf dein Leben genommen hätte. Wenn der Heilige Geist nicht zu deinem Herzen gesprochen hätte und du dein Herz geöffnet hättest für Christus, wärst du kein Christ. Der Heilige Geist ist im Leben eines jeden Menschen der Influencer. Lesen wir in Vers 14, was steht da? In Vers 14 sagt Paulus, denn welche der Geist Gottes treibt, da steht ein griechisches Wort, das man auch mit leiten übersetzen kann, welche der Geist Gottes leitet oder führt, oder man kann auch sagen, welche der Geist Gottes beeinflusst, die sind Gottes Kinder. Die sind Gottes Kinder. Womit will denn der Geist uns denn beeinflussen? Das hat Paulus kurz vorher gesagt. Wir müssen die Verse 12 und 13 nochmal uns näher ansehen. Wie will der Heilige Geist uns beeinflussen? So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, Vers 13, denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist, wie der Geist uns beeinflussen will. Er will uns dazu beeinflussen, dass wir tun, was Gott gefällt, damit wir leben können. Etwas Ähnliches hat Paulus in Galater 5 gesagt. Er sagt, es gibt zwei Influencer in deinem Leben. Da gibt es zwei Parteien, die dich beeinflussen wollen. Da ist auf der einen Seite der Heilige Geist, der dich beeinflussen will, aber auf der anderen Seite ist es Satan, es ist der Teufel, der dich beeinflussen will. Wir lesen Galater 5, Vers 18, da heißt es, regiert euch aber der Geist. Da steht das gleiche griechische Wort wie hier in Vers 14 im Römerbrief. Regiert, sprich leitet, führt, beeinflusst euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und Gesetz meint hier das sündige alte Leben. Wir leben in einer Welt, wo uns alles Mögliche und Unmögliche vorgegaukelt wird. Weil irgendwie versuchen irgendwo alle auf uns Einfluss zu nehmen.
Da gibt es Fakten und es gibt Fake News. Es gibt Theorien und es gibt Verschwörungstheorien. Aber in uns Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Aber auch der Teufel versucht, Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Wer ist dein Influencer? Auf wen hörst du? Du sagst, ja, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht genau, wann der Heilige Geist zu mir spricht und wann ich vom Teufel versucht werde. Ich kann das nicht so klar immer für mich lokalisieren oder auch bestimmen. Schau mal, Paulus sagt ziemlich offensichtlich, wie wir das bewerten und bemessen können. Du kannst genau sagen, ob das der Heilige Geist ist oder ob das der Teufel ist, der in dir etwas bewirkt. In Vers 19, Galater 5 sind wir immer noch, sagt Paulus, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, der Sünde, also die Werke, die vom Teufel kommen. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Zank und so weiter. Paulus listet hier eine ganze Reihe von Dingen auf und das ist noch nicht mal die komplette Liste, sondern Paulus sagt nur, exemplarisch will ich euch ein paar Dinge zeigen. Das ist der Einfluss des Teufels. Die Frucht aber des Geistes, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen alle diese steht das Gesetz, das heißt dieses sündige Leben. Die Aussage von Paulus ist eindeutig. Schau mal, wenn du in dieser Woche irgendwo pornografische Bilder dir angeschaut hast, kannst du ziemlich sicher sein, dass der Heilige Geist nicht dein Influencer war. Ganz sicher, ganz sicher. Da gibt es auch keinen Zweifel drüber. Wenn du auf deiner Arbeit diese Woche wütend geworden bist und ordentlich deine Meinung allen gesagt hast, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass Zorn und Wut nicht durch den Heiligen Geist gekommen sind. Wenn du diese Woche die Kinder angebrüllt hast und dich mit deiner Frau gestritten hast, dann kannst du ziemlich sicher sagen, ich wurde nicht vom Heiligen Geist beeinflusst. Der war nicht mein Influencer in dieser Woche. Aber wenn du in dieser Woche erlebt hast, wie du bei einer Versuchung Widerstand geleistet hast und nicht in die Sünde getappt bist, dann weißt du, das warst nicht du. Es war der Heilige Geist, der dich vor der Sünde bewahrt hat. Wenn du ruhig geblieben bist, freundliche Worte gefunden hast, obwohl um dich herum eine ziemlich angespannte Atmosphäre geherrscht hat, dann weißt du, es war der Heilige Geist in dir. Denn welche der Geist Gottes beeinflusst, treibt, führt, die sind Gottes Kinder. Der Influencer bestimmt deine Identität. Wenn du dich von Gott leiten lässt, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist ein Ehrentitel für uns Christen. Das ist ein Ehrentitel, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Der Heilige Geist nimmt dann Einfluss auf dein Denken, Reden und Handeln. Er spricht zu deinem Gewissen, so sagt es Paulus in Römer Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Und weil der Heilige Geist eine Person ist, kannst du natürlich diesen Heiligen Geist, der in dir wohnt, mundtot machen. Ich habe mein Handy in der Regel auf stumm geschaltet. Und deshalb, wenn das Handy irgendwo liegt und es klingelt, höre ich es nicht. Viele Menschen haben den Heiligen Geist, aber sie lassen sich von ihm nicht mehr beeinflussen. Nochmal, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, ist der Heilige Geist in deinem Leben. Er ist aber vielleicht auf stumm geschaltet. Die Bibel nennt das den Heiligen Geist dämpfen. Oder den Heiligen Geist betrügen. Das heißt, du hast ihn immer wieder abgewiesen. Und obwohl er dir gesagt hat, es ist nicht richtig, was du hier gerade tust. Es ist nicht richtig, was du dir gerade anschaust. Es ist nicht richtig, wie du gerade hier mit dem anderen redest. Hast du ihn auf stumm gestellt. Und dann passiert es, dass der Heilige Geist dann einfach schweigt. Er ist in deinem Leben, aber er ist auf stumm geschaltet. Und deshalb ist es vielleicht dran, dass wir neu sagen, wir wollen uns vom Heiligen Geist beeinflussen lassen. Wie kann das geschehen? Wie kann der Heilige Geist wieder der größte Influencer in deinem Leben werden? Fang wieder sein Wort an zu lesen. Schlag die Bibel auf. Für manche ist die Bibel nur noch so ein Stück, das sie im Regal stehen haben oder das sie vielleicht mal am Sonntag mit aufschlagen, wenn ein Bibeltext hier gelesen wird. Aber der Heilige Geist will ja durch sein Wort reden. Das ist ja der Originalton. Wenn du die Bibel liest, hörst du Gott im O-Ton zu dir reden.
So deutlich wie durch Gottes Wort redet Gott selten. Schlag die Bibel auf und hör, was Gott dir sagt und tu, was Gott dir sagt. Hör auf andere Menschen. Gott hat ja den Heiligen Geist auch anderen Menschen gegeben und manchmal gebraucht der Heilige Geist andere Menschen, um dir weiterzuhelfen, damit du etwas tust, was Gott gefällt. Achte auch auf die Lebensumstände. Gott möchte dein größter Influencer wieder werden. Und vielleicht lässt er Dinge in deinem Leben gerade zu, damit du ganz neu erkennst, ich muss in Gottes Nähe zurück. Ich muss wieder mehr auf Gott und auf ihn als Influencer hören. Gottes Geist ist der größte Influencer. Und er bestätigt dir immer wieder, dass du ein Kind Gottes bist. Also, drei Eigenschaften des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, Gottes Powerbank. Zweitens, der Heilige Geist, der größte Influencer. Und das Letzte, der Heilige Geist ist der beste Psychotherapeut. Römer 8, 26 und 27 sind die Verse dazu. Wieder einmal müssen wir ganz kurz den Begriff klären. Was ist ein Psychotherapeut? Ist per Definition einer, der psychische und seelische Krankheiten diagnostiziert und behandelt. Das kann ein Arzt, ein Psychologe oder auch ein Pädagoge sein, der ein Studium oder eine Weiterbildung in der Psychotherapie gemacht hat. Psychotherapeuten sind heute gefragt wie nie zuvor. Menschen leiden und brauchen Hilfe. Nun sagt uns aber Paulus, dass der Heilige Geist auch ein Seelenkenner ist. Psyche, das griechische Wort, steht für Seele, für das innere Leben, für das innere Wesen des Menschen. Und Therapie, da steht das griechische Wort Therapeio dahinter, was so viel bedeutet wie heilen. Oder unser deutsches Wort therapieren kommt von diesem griechischen Wort. Also ein Seelenheiler, einer, der dein inneres Wesen versteht. Da gibt es Menschen, die leiden aufgrund eines Burnouts, aufgrund einer Depression. Sie haben innere Leiden und da gibt es Menschen, die sich darum bemühen, ihnen zu helfen. Aber in Vers 26 und 27 lesen wir, dass auch der Heilige Geist unser Herz kennt, unser inneres Wesen kennt und uns helfen will, uns heilen will. Lesen wir. 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit. Hier steht im griechischen Wort im Prinzip ein Wort, das auch mit Krankheit übersetzt werden könnte. Also er hilft unserer Schwachheit, die uns lähmt, die uns vielleicht auch manchmal krank macht. Er hilft uns auf, der Geist, sein Psychotherapeut. Er hilft uns auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Vers 27, der aber die Herzen erforscht, also der Seelenkenner, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Ich bin dankbar für jeden Psychotherapeuten, der irgendwie Menschen helfen kann. Aber es gibt immer noch viele, die sagen, auch der Psychotherapeut konnte mir nicht weiterhelfen. Ich leide immer noch. Wisst ihr, was mir dieser Text sagt? Dass Gott der beste Psychotherapeut für uns ist. Ohne Zweifel, vielleicht brauchst du menschliche Hilfe, das sei mal dahingestellt. Aber worum es hier in diesem Text geht, ist, der Heilige Geist weiß, was in uns passiert. Gott ist ein Herzenskenner. Gott weiß, wer du bist und was du gerade erlebst. Denn er kennt unser Herz. Paulus sagt, wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen. Hast du das schon mal erlebt, dass du nicht mehr gewusst hast, wie soll ich beten? Was soll ich beten? Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Heinrich, ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr beten. Und manchmal sind Menschen in Lebensumständen, wo man ihnen besser sagt, du brauchst auch im Moment nicht beten. Jetzt beten wir für dich. Schau mal, da ist einer, der unsere Herzen kennt. Er weiß, dass du im Moment kein Gebet über deine Zunge kriegst. Wenn jemand auf der Intensivstation liegt, dann mag er sogar tatsächlich auch nicht mehr beten können, weil er gesundheitlich so lädiert ist, so geschlagen ist, dass er gar nicht mehr beten kann. Dann ist doch gut, wenn wir für diesen Menschen beten. Aber noch viel mehr ist Gott da. Gott ist der Psychotherapeut, der kennt dein Herz. Und er weiß, wie du es meinst.
Da gibt es Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Soll ich für einen Partner beten oder soll ich lieber beten, dass ich ein fröhliches Single-Dasein leben kann? Ich weiß nicht, was ich beten soll. Da gibt es Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was ich beten soll. Soll ich für einen neuen Job beten oder soll ich lieber in diesem Job bleiben, in dem ich bin und einfach hier durchhalten? Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ist dir das schon mal passiert, dass du nicht gewusst hast, wofür du beten sollst? Schau mal, was Paulus sagt. Paulus sagt, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann bete. Weil da ist ein Psychotherapeut, der Heilige Geist, der übersetzt dein Gebet, sodass es bei Gott richtig ankommt. Ist das nicht ein Geschenk? Und jetzt kannst du Gott alles sagen in deinem Gebet. Egal, was dein Herz gerade empfindet, egal, was du gerade erlebst, sag es Gott, denn da ist einer, der dich versteht, weil er der beste Psychotherapeut ist. Viele sagen aber, ich spüre den Heiligen Geist nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Heilige Geist in meinem Leben ist. Schau mal, der Heilige Geist ist nicht ein Gefühl. Natürlich, manchmal ist es gut, wenn wir so dieses Gefühl haben, Gott ist mir nahe, ich bin bei Gott in seiner Nähe. Aber es ist nicht immer abhängig von unseren Gefühlen. Wenn du verheiratet bist, hast du auch nicht immer dieses Gefühl, wow, ich bin verheiratet. Du stehst morgens auf und du hast gar kein Gefühl, ob du verheiratet bist oder nicht. Und trotzdem bist du verheiratet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht jeden Tag die gleichen Gefühle für meine Frau. Das ändert nichts daran, dass wir verheiratet sind miteinander. Also meine Beziehung zu meiner Frau hängt nicht nur von meinen Gefühlen ab. Auch, aber nicht nur. Es geht nicht darum, ob du gerade fühlst, ob der Heilige Geist bei dir ist. Es geht um die Tatsache. Der Heilige Geist ist in deinem Leben und er möchte dich mit Kraft ausstatten und er möchte dein Leben beeinflussen und er möchte dein Gebet bei Gott so übertragen und übersetzen, dass es bei Gott ankommt. Manchmal hast du den Eindruck, aber der schweigt da oben. Hast du manchmal den Eindruck, du betest, der schweigt da oben, der antwortet nicht. Ich weiß das nicht, warum. Ganz ehrlich, ich ringe manchmal mit mir selbst. Warum redet Gott gerade nicht? Vielleicht, weil ich ihn länger schon wieder auf stumm geschaltet habe. Vielleicht ist deswegen Gott gerade nicht am Reden bei dir. Aber es kann auch sein, dass Gott dich gerade durch eine Prüfung führt. Hast du schon mal einen Mathelehrer gesehen, der redet? Bei einer Prüfung, meinte ich, bei einer Mathearbeit. Hast du mal einen Mathelehrer gesehen, der bei einer Mathearbeit redet? Der sitzt und schweigt. Wie gemein, oder? Wie gemein, dass der Lehrer sitzt und der quält die Schüler damit. Nein, er quält sie nicht, sondern er führt sie gerade durch eine besondere Phase der Prüfung. Und so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Manchmal nimmt er dich mit und er führt dich durch eine gewisse Prüfungszeit und dann redet er wieder. Wir sind noch jenseits von Eden. Wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben nicht mehr so in der Beziehung mit Gott, wie das Adam und Eva erlebt haben. Aber wir sind unterwegs zum Himmel und wir werden einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt sind wir mit dem Heiligen Geist verbunden, weil das ist Gott in uns. Und dieser Gott in uns hat uns dieser Heilige Geist zeigt uns hier drei Eigenschaften in Römer Kapitel 8. Er ist unsere Kraftquelle. Er will uns beeinflussen. Er ist unser Influencer. Und er kennt unser Herz, er versteht uns. Dieser Geist wohnt in dir. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, irgendwo zu wohnen in dieser Welt. Also so, Geld würde keine Rolle spielen. Wo würdest du wohnen wollen? Du würdest dir vermutlich so ein Traumhaus vorstellen. Du würdest dir so einen Traumort vorstellen. Du würdest dir ein Traumland vorstellen. Da möchtest du wohnen. Als Gott überlegt hatte, wo in dieser Welt will er wohnen, da hat er im Alten Testament sich für ein Haus entschieden, für einen Tempel entschieden. Aber dann kam der Heilige Geist in diese Welt und der Heilige Geist hat sich überlegt, wo will ich wohnen? Und er hat sich entschieden, in deinem Herzen zu wohnen. Gott möchte in dir wohnen. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht an dieses Gebäude gebunden, sondern der Heilige Geist will in dir wohnen. Du bist mit dem Heiligen Geist heute Morgen gekommen und du gehst mit dem Heiligen Geist wieder aus diesem Raum raus. Er geht mit dir. Du bist nicht nur vom Heiligen Geist umgeben, der Heilige Geist wohnt in dir. Was für ein Geschenk. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes wohnt dieser Geist, dieser Gott, dieser dreieinige Gott in uns. Lass uns miteinander aufstehen und beten. Wir wollen miteinander beten und ich möchte euch durch dieses Gebet leiten, indem wir einfach die Augen schließen
Und ich will euch durch das Gebet leiten, indem wir zunächst einmal Gott danken, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir seine Kinder sind. Und jetzt bitte Gott um Vergebung, dass du in der vergangenen Woche oft die Powerbank, also diese Kraftquelle Gottes, unterschätzt hast. Lass dir von Gott in diesem Moment zeigen, wo der Heilige Geist durch seinen Einfluss dich in der letzten Woche vor Sünde bewahrt hat. Dank ihm dafür, dass er dein Influencer, das heißt dein Beeinflusser ist, der dich leitet und führt. Was im Moment ist deine größte Not? Was ist dein größtes Gebetsanliegen? Was ist dein Problem? Sag Gott dieses Problem jetzt mit deinen Worten im Stillen. Sag es Gott im Gebet. Der Heilige Geist wird es vor Gott bringen und dich vertreten. Und der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.